So, Hallihallöchen, Hansepet hier und willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 4. In diesem Part werden wir den Kampf gegen den ersten großen Punktkäfer bestreiten, eventuell in die Höhle da hinten gehen und vielleicht mit viel Glück und Mut, Zuversicht und Dandori werden wir ein weiteres Crewmitglied finden. Go for it! Ich will all meine Pigments dabei haben. Passt. Mitkommen. So, wie war denn das mit der Anordnung? Auftrag, Basis. Drücke L oder R. Präzise Befehle. Achso, also wenn ich quasi L und R drücke, dann gleichzeitig, dann kommt sofort der Rettungshund. Aber ich kann die Anordnung der Pigments nicht bestimmen. Na gut. Kann ich... Jo, trink doch nicht allein alles auf, Mann. Habt ihr das gesehen? Emion ist eine Blüte gewachsen. Was geht da vor? Bei dieser Substanz handelt es sich um Nektar. Wenn die Pikmin ihn zu sich nehmen, stimuliert das wohl ihr Wachstum. Dem Logbuch zufolge bewegen sich die kleinen Kerlchen umso schneller, je mehr sie gewachsen sind. Ah, es sind wirklich ungewöhnliche Lebewesen. Jo, trinkt, trinkt. Ich glaube, dass es nicht, dass es von der Anzahl basiert, dass immer 10 Pikmins für, also ein Nektar reicht für 10 Pikmin. So. Gut, dann. Ich weiß nicht, wie sehr das stärker macht, aber es macht auf jeden Fall einen guten Boost. Ich kann auch leider absolut nicht einschätzen, wie stark die Pikmins jetzt das Vieh kaputt hauen. Ich starte direkt mit dem Pikmin-Angriff. Oh. Kreaturen sollte man immer gut im Blick behalten, aber sobald sie sich bewegen, verliert man sie schon mal aus den Augen. Es gibt allerdings einen einfachen Trick, ne? Anvisieren. Wenn du ZR drückst, Autofokus. Oh, wow. Das ist ja easy. Dann macht man ja quasi Aimbot. Also, ich hab dich... Nein! Oh Gott, die sind doch nicht so stark, wie ich dachte. Drauf da! Okay, einer ist gestorben. Das ist ein bisschen tragisch, aber noch verkraftbar. Verluste waren hoch. 1. Aber unser Hund packt es auch nicht mehr lange. Habe ich jetzt die ganze Zeit Autofokus an? Okay. Wenn nicht. Ja, gut, muss ich mal genauer beobachten. Da wäre wieder so eine Brücke. Oh Gott! Nein! Ja, schnappt euch das Vieh. Ja, Pikmins, ich will gern, dass ihr das wegtragt und das, genau. Ein Pikmin nehme ich mit. Ja, das sind nicht mehr alle Pikmin, aber die sind genau da, wo ich sie haben will. Hier wäre nochmal ein großer, eine Zehnerblume. Und sie ist hochgeklappt. Ja, das sehe ich. Oh, man sieht kaum die andere Seite. Ach, der Hund ist wieder da. Okay. Oh, es ist spät. Bei unserer Arbeit ist es wichtig, Aufgaben rechtzeitig zu beenden und zur Basis zurückzukehren. Ja, chill, chill, chill. Das ist Safe Spot, okay. Ja. Innerhalb dieses Radius ist man sicher. Die müssen nicht in einer Blume sein, okay. Ja, jetzt sollte man sie einsammeln. Beeilung, Mann! 2 Pikmin wären... Achso, ja, die tragen ja, also alles gut. Ein Pikmin und... Kein Pikmin. So muss es sein. Und
Drücke ruhig Minus und beende die Expedition gleich. Aber jetzt würde ein Pikmin sterben. Oh nö. Kommt noch ein Counter? Und keins. Ja. Gut, dann machen wir bei Tagesanbruch einfach Zeit zurückdrehen. Cool. Beenden. Dandori, Koop. Sag doch einfach auf Deutsch Zeitmanagement. Dandori. Ich werde jetzt Dandori-Lehrer. So, war doch recht erfolgreich, oder? Abschlussbericht. Gerettet niemand. Polierter Bärenstein. Eine Nektarine, glaube ich. Fortschritt 0%. Okay. Und 62 Rohmaterial insgesamt. Heute war ein erfolgreicher Tag, obwohl wir keinen unserer vermissten Kollegen finden konnten. Auf der Planetenoberfläche haben wir keinen Notruf empfangen. Doch die Rettungscrew zieht Abenteurer an. Ob die anderen eine Höhle gefunden und beschlossen haben, sie zu erkunden? Dich haben wir auch in der Höhle gefunden, Chefin. Ab morgen sollen wir uns auf unterirdisches Gelände konzentrieren. Nein, sag mir nicht, was ich tun soll. Ich will frei erkunden. Rettungsmission Tag 3. Außerdem haben wir ja irgendwie kein Essensproblem diesmal. Jo, let's go. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, zieh doch einfach die Liste mit den Missionen an. Jojo, geh mal wieder dahin. Erkunden. Kann ich nicht auswählen, wo ich landen möchte? Aber 0% durch einen Schatz? Faszinierend. Oder wird das jetzt einfach die Basis, wo man immer zuletzt gehabt hat? Weil ich will nicht immer von der ersten Basis dann rumlaufen. Das ist die letzte Basis, okay. Gut, dann Empfehlung. Passt. Pflücken, alle sind da. Oh, die sind richtig schnell da. Schön. Ja, erstmal ein bisschen sammeln. Und wir können eigentlich nur eine Sache machen noch, bevor wir in die Höhle gehen. Hier diesen Schatz holen. Nee, hier ist eine Zwiebel. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Weißt du was, dann pfeif auf die Höhle. Ich will neue Pigments. Alle sind dabei, alle sind dabei. Warte mal, da lang. Wir haben ja die Abkürzung freigeschalten. Aber 20 ist echt wenig. Warum denn nur 20? Oder 20 von jeder Art? Naja, wir machen jetzt erstmal einen fetten Fight. Da oben ist tatsächlich die Zwiebel. Und können wir... Warte, mit dem Hund irgendwas bei der Platte machen? Nee. Ja, keine Ahnung. Dann, da ist ein Uhr. Ach, cool. Oh Gott. Ha, daneben gebissen. Schöne Sache.
Okay, abtragen, abtragen, abtragen. Ja, es sind 10. Wir haben noch 6. Ne, halt. Wir haben mehr. Dann können wir die 10er-Blüte pflücken. Und durchdashen. Bam. Sollte... Ja, los. Und... Passt. Euch nehmen wir gleich wieder mit. Weil, dann schicke ich ein Pikmin hier zu den Blüten. So. Und die anderen 10 dahin, weil die räumen ja automatisch in 2er-Huren die Steine weg. Ah, das sind 23 Steine, ja, okay. Gut, ich dachte, das sind auch wieder 20. Wir brauchen wahrscheinlich die gelben Pigments für, diese Uhr. Diese Knolle wirkt ja ganz schön unruhig. Die Farbe ist etwas blass für eine Zwiebel. Was meint ihr, sollen wir sie mitnehmen? Ja, pack mal ein. Ach, die müssen wir abtragen. Da kommt deine Pikmin nicht heran. Du musst wohl erstmal liegen bleiben. Nein! Aber ich brauche doch gelbe Pikmin für die Zwiebel. Oder Flug-Pikmin. Feen-Pikmin. Okay, Otchen ist wieder da. Dann, ja, soll der die Dings abtragen. Hier lauft für die zweite Charge rüber. Wir haben keine Wahl, wir müssen in die Höhle. Ohne neue Pikmin-Sorte. Hä, Otchen? Du solltest doch... das Ding mitnehmen. Na gut, dann halt nicht. Gut, dann... Sammeln wir alle liegen gebliebenen Pikmin ein und gehen in die Höhle. Ich brauche so Speed-Modus eigentlich. Yes, yes und... Yes! Rohmaterial und ein Drittel vom Tag sind weg. Wir haben zumindest den Weg für die ganzen Schätze auch frei gemacht. Dann. Betreten. Ob es wohl einen Logbucheintrag zu diesen Koordinaten gibt? Frostkaverne. Eiskalte Luft, wenn es nur Pikmin gäbe, die an die Kälte angepasst sind. Also doch Eispikmin. Ja, der Olimar ist ja echt gründlich, Mann. Wenn man nach diesem Logbucheintrag geht, sollte man ein Pikmin mitnehmen, wenn man eine Höhle betritt. Die Biege kann die Pikmin zur Höhle bringen, dass man nicht erst an der Basis abholen muss. Oh, das ist cool. Und alle übrig gebliebenen gehen automatisch zur Zwiebel zurück. Hey, das ist ja dann bei Tagesende, gehst du halt einfach in die Höhle rein. Dann verlierst du keine Pikmin. Egal, wo die stehen. Witzig. Das ist ja easy, dann keine Pikmin zu verlieren. Verlass deine Höhle, bevor sie vollständig erkundet ist. Kannst du sie später jederzeit zu jeder Ebene auch betreten. Okay. Das ist ja funny. Was ist los, mein Großer? Gut gemacht, Otchen. Du hast eine gestrandete Person gewittert. Das könnte eine unserer vermissten Kollegen sein. Schnell bringen wir die Person in Sicherheit. Und zwar im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans und Peter. Ciao.